Biopic Marie Curie, Elemente des Lebens, hätte eine erfolgreiche Hommage an die Entdeckerin der bahnbrechendsten physikalischen Entdeckung des 20. Jahrhunderts werden können. Hätte. Leider verliert sich der Film aber zwischen dem Abhaken von Meilensteinen aus Curies Leben und dem Versuch, die Auswirkungen der Entdeckung der Atomphysik in der Zukunft zu erklären. Und so entwickelt der Film eher den Charme eines Geschichtsreferats. Das können auch die grandios spielenden Rosamunde Pike und Sam Riley als Ehepaar Curie leider nicht ausgleichen. Und ich bin voller Hoffnung, so wie Nobel, nein, dass die Menschheit viel mehr Gutes als Böses aus dem neuen Entdeckungen. Ich habe absolut klargestellt, dass es unsere gemeinsame Arbeit war. Du hast meine Brillanz gestohlen, sie für deine ausgegeben. Du hättest nie allein dorthin fahren dürfen. Du hattest gerade ein Kind zur Welt gebracht. Du warst zu krank, um zu reisen, und außerdem wolltest du nicht mitfahren. Wie hätte ich mich denn verhalten sollen? Die Sache ist wichtiger als wir beide, Marie. Einer von uns musste das vertreten, was wir erreicht hatten. Du hast es nie verstanden. Du warst wütend, weil sie...